Ja, hallo und Petri Heil. Seid gegrüßt, meine madennaschenden Freunde. Ich bin der Hafenkönig Dämlich und das ist The Fisherman auf der PS5 in 4K. Wunderschön für euch. Part 104. Wir sind in Frankreich angekommen im letzten Part und ich möchte jetzt hier nur ein paar Regenwürmer noch draufstecken auf meine Grundrute. Da werde ich es nochmal auf Brasse probieren, auf große Brasse. Und hier machen wir mal einen kleinen Haken drauf. Das habe ich ja im letzten Part auch schon so ein bisschen probiert. Ich habe schon ein geiles Rotauge gefangen. Ich hätte gerne noch ein etwas größeres. Es war schon ein Trophäenfisch. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die Brüder hier werden können. Entweder die Made drauf oder den Pinky. Das ist jetzt die Frage. Ich fange mal mit der Made an. Jetzt gucke ich mal nach der Zeit. Die sieht jetzt recht gut aus. Okay, wartet mal, Leute. Da muss ich nochmal schnell in... Na, freilich. Ich möchte doch nicht mit jedem zusammenspielen, sondern nur mit meinen Abonnenten und meinen Freunden. Das ist doch klar. Ach, da fällt mir ein, ich sollte doch noch irgendwas annehmen in Freundschaft und Frage. Das muss ich dann noch machen. Okay. So, dann wären wir eigentlich soweit, um hier ultimativ durchzustarten. Ich bin nur mal ein bisschen weiter nach rechts gewandert, weil mit dem Zander hat es im letzten Part nicht so geklappt. Und ich habe ja hier vor der Wand auf jeden Fall schon mal welche gefangen. Ich weiß nicht mehr, ob das hier war oder hier, aber ich denke mal, da haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, dass da welche stehen. So, Rutenständer natürlich raus. Klare Sache. So, ja. Das war das Maximum. So. Da haue ich jetzt einfach mal hier vorne die Pose hin. Da können wir ruhig ein bisschen höher stellen. Die kann ja locker und fluffig vor sich hintreiben. Werden wir noch ein bisschen mit der Schnurtiefe spielen. So, und ihr habt mir auch geschrieben, wie ich die Tiefe verstellen kann. Wahrscheinlich ein Neuanfänger von The Fisherman. Kein Problem, einfach Steuerkreuz hoch oder runter und dann kann man die Tiefe der Pose verstellen. Gut, die Tora wollte ich nicht, die Big Ellie will ich aber. Da ist jetzt die Frage, wo haue ich denn das Ding hin? Brasse, Karausche, keine Ahnung. Ich fange einfach mal vorne an. Ich weiß, es ist sehr weit vorne und kämpfe mich aber einfach mal nach hinten, weil hier ist es auch schon recht tief. Jupp. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Deswegen lasst uns das einfach mal so probieren. Und dann werden wir sehen, wie es hier weitergeht. So, der Kaffee ist heiß, der ist schön, der ist frisch. Irgendwie habe ich hier ein kleines Problem. Ne, Big Eddie wollte ich nicht. Ich will doch meine Tora, da haben wir sie doch endlich. Das war eine schwere Geburt. Mit Gummifisch. Oh, da haben wir einen Anfasser gehabt an der Pose. Und da warte ich noch mal kurz. Ein Schluck Käffchen. Der ist aber sehr heiß, du. Dann verbrenne ich wieder noch die Kusche. Gut, das war's wieder. Wollte jetzt gar nicht ran. Dann doch gerne mal hier vor die Wand, aber ich glaube, das sieht schon besser aus als von der Ecke, wo wir das letzte Mal waren. Ich könnte auch noch ein Stückchen weiter nach rechts werfen. Hätten wir vielleicht noch ein wenig mehr Glück. Um hier einen schönen Zander zu erreichen. Ich will aber mal kurz ein Stückchen hoch. So, da kann ich besser... Da ist der Blick einfach schöner, sagen wir mal so. Ja, und die gehen ganz schön ran hier an die Pose. Und da ist ja ein kleiner Haken dran, also das sollte jeder Fisch auf jeden Fall nehmen können. Ah,
leider kein Anfasser, ein Gummifisch. Das war noch nix. Oh, eine laute Fliegewitter. Gut, dann sollte aber die Zeit für Zander jetzt auch gar nicht so schlecht sein. Aber das kann natürlich dann auch die Nacht wieder entscheiden. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wir haben hier jetzt noch einiges offen. Wir haben 15 Kilo Fisch gefangen. Die Wels haben uns auch ein bisschen geärgert im letzten Part. Wie immer. Die Burschen sind ja nicht so die besten Freunde. Und ich glaube, da spielt sogar was an der Grundrute. So sieht es für mich aus. Ich bin gespannt. Das wäre ja richtig cool. Wenn wir hier vorne jetzt schon Erfolg hätten. Ansonsten werfe ich das Ding natürlich wieder ein bisschen weiter raus. An der Made spielt es auch schon wieder. Oh, endlich. Jetzt zieht mal einer ab. Jupp, jetzt können wir anhauen. Das ist nichts Großes, aber wir wollen ja auch nicht die Riesen. Wir wollen ja die Rotaugen. Da ist schon mal Rotauge. Kleines, aber feines. Ich lasse die wieder hier lang treiben. Wo sind wir denn? Was von der Tiefe? Und dann gehen wir mal. Gehen wir mal auf einen Meter und gucken mal. So, das sollte doch. Ja, das sieht ganz gut aus. Ultimatives Riesenrotauge hätte ich gerne. Das wäre, ja, das wäre schön. Da könnte ich mir. Ich glaube, wir haben noch nie ein einzigartiges. Nee, haben wir auf jeden Fall noch nicht gefangen. Wo ich auch noch nicht so wirklich drauf abgezielt habe, aber haben wir noch nicht gefangen. Ui! Und der hat wirklich was gespielt an der Grundrute. Ich wäre nicht Witter. So, was haben wir denn da für ein Lurch? Oh! Eine Nase. 30 cm. Die können wohl auch ganz schön groß werden. Ich dachte jetzt, die wären nicht so groß. Ist ein seltsamer Fisch, oder? Mit so einem riesen Zinken. Ah, ich habe ja auch eine rische Melone im Gesicht, deswegen. Ich mag dich, mein Freund. Coole Sache. So, wir tun ja alles mal abgrasen, aber das hat ja funktioniert. Also hier vorne steht definitiv auch Friedfisch. Warum denn auch nicht? Ist ja in echt nicht anders. So, auf dem Meter zuppeln sie jetzt aber auch schon wieder hier. Ja. Oh, und ich glaube an der Grundrute ist auch gleich wieder zumindest Bewegung dran. Ihr seht das ja auch. Ein Zander konnten wir, glaube ich, überlisten im letzten Part. Klein. Ach, die sitzen direkt neben mir. Meine Fresse, die sind ganz schön laut. Was sind das denn für Vögel? Kiebitze? Ich weiß es nicht. Oh, Posenrute geht ab. Geht ab, geht ab. Yes. Hör, oh. Multitasking. So, kleines Rotauge. Jupp, behalt mal. Oh, das ist das Kollege Wels. Nein. Ach, da ist er wieder und hat sich wieder dazwischen geschlichen. Der kleine, gewöhnliche Schuppenkarpfen. Das sieht man immer sofort. Die haben nämlich ein bisschen mehr Kraft, die Burschen. Gut, angekündigt wurde immer noch kein Patch. Auch nicht, dass ich wüsste, ein größeres Update oder sowas. Schade, wie immer. Weil wir wollen natürlich Updates und viele neue, schöne Sachen im Spiel. Leider ist es momentan noch nicht so. Ich hoffe, da wird sich noch was tun. Dass wenigstens vor Weihnachten hier noch ein schöner Patch kommt. Mit neuen Gewässern
und vielleicht auch ein paar neue Sachen. Ich weiß ja, bei dem normalen Fishing Planet gibt es da, glaube ich, auch jetzt hier so, dass man auf Bullenhai und sowas angeln kann. Das ist jetzt nicht ganz so. Das brauche ich jetzt nicht. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ein paar Meeresfische sind schon cool. Ja, ich meine, das ist ein netter Bonus, aber ich angle eh lieber das, was ich selber hier in Deutschland angeln kann. Und natürlich die amerikanischen Arten, klar, die sind faszinierend, da sind so geile Viecher dabei. Gut, die Artix hat ja performt. Da können wir die auf jeden Fall wieder raushauen. Und gucken immer weiter, wo unsere Freunde sind. Die großen Rotaugen will ich ja, aber als ich den Haken größer gewählt habe im letzten Part, ging halt auch ganz, ganz lange gar nichts. Deswegen dachte ich, Mensch, vielleicht eher so. Und da zuppelt's nämlich auch schon wieder. Vielleicht haben wir ja Erfolg. Es wäre mir eine Ehre. Sofort unters Boot gezogen. Da steht ein Schwarm direkt beim Boot. Ja. Direkt da stehen sie. Naja. Kleinvieh macht auch Mist. Und ich sag immer mit der Ruhe, schlüpft der Opa in die Schuhe. Nichts, was ein Schluck Kaffee nicht richten könnte. Gut, aber der Kollege Zander, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich könnte natürlich da mal in die Dämmerung vorspulen. Zum Schluss können wir das gerne mal machen. Dann werden wir vielleicht einen eher überlisten können, wobei ich denke, müsste doch auch am Tag hier sein. Also ich finde den Köder eigentlich ganz nice. Es ist ein etwas trüberes Wasser. Schöner großer Gummifisch. Klar ein großer Haken, aber sollte von ordentlichen Zander auch kein Problem darstellen. Da hat man ja, glaube ich, auch einen Wels mitgefangen. Ja. Ein schönen Wels, Kollege. Also einen kleineren, aber der hat auch Spaß gemacht an der Rute, gerade an der hier, die jetzt weiß Gott nicht zu stark ist. Oh, da ist was. Oh, da ist auch noch was an der Pose. Was? Ah! Leute, überall ist was. Ich muss aber erst mal anhauen. An drei Ruten. Oh, was ist denn jetzt los? Leute, es ist heftig. Nee, da kann ich nichts machen an der Tora. Das scheint mir ein Wels zu sein, aber hier kann ich noch hochgehen. Sind das jetzt zwei Wälze? Aber das an der Big Ellie muss was Größeres sein. Uhuhu, jetzt wär's fast gerissen. Jetzt wär's fast gerissen, Leute. Okay. Multitasking-Affenkönig ist wieder unterwegs und versucht die Fische zu überlisten. Na, mühsam, man hat sich das Eichhörnchen, aber so kriege ich es auch irgendwann müde. Ja, ich schätze, es ist ein kleiner Wels. Oh, das ist wirklich ein Big Zander. Das wäre natürlich, das wäre natürlich jetzt das Geilste, was uns überhaupt passieren könnte. So, den Bruder noch mal ein bisschen auf Zug. So, jetzt haben wir ihn gleich. Fängt er wieder an mit ziehen, okay. Ne, das lobe ich mir doch. Ich hoffe jetzt immer noch, dass es nicht zwei Wälze sind. Das wäre natürlich jetzt Worst Case. Für mich persönlich. Nein! Ja! Schade.
Ah, schade, schade, schade. Warum denn? Ich habe die doch gerade erst abgelegt. Na, dann lass das wenigstens einen fetten Zander sein. Ich gucke jetzt extra nicht hin und will mich hier nicht spoilern lassen. So, mal gucken, wer uns jetzt hier überrascht. Bei 3 Metern müsste man eigentlich haben, oder? Ah, Mist! Aber 5 Kilo mit der Rute, das ist ordentlich. Da kriegt man schön XP und auch Geld. Aber das ist ja schade. Das ist ja mega schade, Leute. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was an der Big Ellie war. Das ist halt immer wie in echt hier. Dass man sich dann denkt, was ist es gewesen? Schade. Und die wichtigere Frage, woran hat sie gelegen? Das wissen wir jetzt ja auch nicht. Also das kann... Das ist schwer zu sagen. Wenn es ein größerer Karpfen gewesen ist, da mag das... Das könnte... Boah, ich muss hier nochmal hinhaben. Wo war ich denn hier irgendwo einfach, oder? Wenn das ein größerer Karpfen gewesen ist, das würde es erklären. Aber wobei Regenwurm hat man ja auch einen Wels im letzten Part, und wenn die sich hier rumtummeln. Oh! Sag mal, da fliegen sie wieder. Wie? Das gibt's doch nicht. Reingeworfen und dran der Fisch. Das ist auch nichts Kleines. Also, nicht so groß wie eben, aber... Nein! Jetzt sind wirklich wieder die Wälse hier auf dem Punkt. Ihr sollt mir nicht die Friedfische verjagen. Ja, machen sie aber, gell? Die Brüder. Na, ja, mit der Tora, krasse Nummer. Dass ich da so einen Wels rausholen konnte. 5 Kilo Wels mit der leichten Spinnrute. Das ist natürlich beachtlich. Oh, steht sogar. Naja, dann lassen wir sie mal da. Vielleicht ja auch hier Erfolg. Oh, jetzt hat was gebissen. Das war sehr weit hinten. Das könnte Zander sein. Hm, würde ich jetzt wirklich auf Zander tippen? Keine Riese. Aber würde sagen, es ist ein Zander, oder? Guter Barsch könnte natürlich auch möglich sein. Nee? Ja, genauso soll es doch laufen. Da ist er, ein hübscher. Also sind sie da. Also sind sie da, wo wir sie haben wollen. Das ist eine feine Sache. Habe ich jetzt auch ziemlich langsam über dem Grund nur leicht tänzeln lassen, den Köder. Vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung. Einfach immer noch mal dem Fisch ein bisschen Zeit geben, um... Ah, schade. Um zuzupacken. Und das scheint wirklich das Erfolgsrezept zu sein. Ja, das ist ja gar nicht verkehrt. Okay. Das ist doch wieder. Ja, ja, die Wälze sind auf dem Punkt. Die Wälze sind auf dem Punkt, meine lieben Damen und Herren. Oh, ich habe nur noch 5 Würmer. Nein, fresst mir so nicht weg. Nee, es ist kein Wels, es ist ein... What the? Das ist aber eine schöne Barbe. Eine schöne Barbe. Damit habe ich nicht gerechnet.
4,25 Kilo, 67 Zentimeter. Oh, die gibt aber. Oh, die gibt aber richtig XP, obwohl da noch der rote Pfeil da ist. Oh, und da ist was an der Pose. Ah! Kreuzerkundung. So, und hier ist Kollege Rotauge. Wahnsinn. Schön. Das ist ja geil. Oh, da hinten ist ja noch ein anderer Ballon. War der andere nicht... Entweder bin ich blöde oder... Der andere war irgendwas mit grün, oder? Und der ist ja rot. Das ist doch Bayern München oder wie oder was? Jetzt sag... Heil und sag nochmal. Okay, wir legen ab. Noch nicht. Aber jetzt. Wobei, da geht's auch schon wieder ein bisschen rund. Die Barbe so weit vorne. Sag mal, hier vorne ist ja einiges los. Das ist ja erstaunlich. Ja, jetzt mal einen kleinen Ticken weiter, um mal zu gucken. Was ist da? Oh. Okay, Pose. Hör! Wieder ein kleines Rotaugenfrüchtchen. Vielleicht kriegt man da noch eine extra Trophäe. Jetzt hat man ja die, was war das denn? Die Kreuzerkundungstrophäe. Ist da jetzt was oder ist da nichts? Nee, hat nur einmal gezogen. Okay. Ja, hier geht's gut ab. Also, Hut ab! Ja. Und da ist schon wieder was an der Pose. Meine Güte, die sind hungrig, die Burschen. Oh! Das ging aber gerade schwer. Oh! Nach dir suche ich doch! Du bist doch der Zielfisch! 27 cm, das ist schon mal nice. Geben auch gar nicht schlecht XP für ihre kleine Größe, weil die kann man ja recht schnell fangen. Schönes Rotauge. Wunderschönes Tier. Hui! Also, heute geht's steil. Ja, das ist nicht so groß. Kleiner Schuppi. Jupp. Drei Würmer. Drei Würmer. Haben wir noch. Geil. Das macht Spaß. Macht einfach nur Spaß bei der Frequenz. Es wird eigentlich langweilig. Es ist einfach sehr schön. Das ist nicht der Ernst, oder? Im Absinken schon wieder versucht reinzusaugen oder was? Also richtig fischreich hier. Richtig fischreich. Das Schade ist jetzt gerade, dass der Zander natürlich ein bisschen auf der Strecke bleibt, mal alle Hände voll zu tun hat. Aber mein Gott, PB Rotauge, PB Barbe. Das ist doch, ah schade, ist doch schon wieder erfolgversprechend. Und es geht weiter. Hör! Jetzt haben wir was Kleineres hier. Hui! Brasse auch auf den Punkt. Ja, davon hätte ich ja gerne auch noch eine größere. Warum denn nicht? Nee, es macht einfach Spaß. Also... Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn es so weitergeht, brauche ich ja wirklich noch gar nicht in die Dämmerung vorspulen. Ui! Da will die Pose weg. Ah, 20 cm Rotauge.
Hübsch sind sie natürlich alle, aber das funktioniert gut mit den kleinen Haken. Also die Frequenz, die ist der Bringer. Gut ist, ich würde sagen, es ist ein bisschen nah, aber die Große hat ja auch hier ziemlich nah gebissen. Die sind da. Denen ist das, glaube ich, auch egal. Vielleicht sollten wir alle zusammen, ihr, meine Abonnenten, Zuschauer, einfach mal einen Brief zu den Entwicklern oder Leuten von The Fisherman schreiben, dass die nochmal einen schönen Patch raushauen. Und ich meine es auch hier nicht irgendwie eine neue Insel kostenpflichtig. Klar, wenn es was richtig Gutes ist und eine schlappe Mark ist, lasse ich mich da vielleicht nochmal überreden, aber es sollte nicht zu viel einfach sein. Okay, aber es geht hier immer weiter. Schöne Köderfische auf jeden Fall. 20 cm. Eine gute Größe. Ich weiß gar nicht, wie groß die einzigartigen Rotaugen sind. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, vom wo die anfangen. Bei wie viel Zentimetern und wie groß die denn sein können hier im Spiel. In Frankreich natürlich. Gut. Jetzt vielleicht nochmal den geilen Zander. Oh, schade. Hat schön reingehackt. Ja, und ich würde mir gerne, ich will nächstes Jahr mal mit der Niki, wir wollten immer schon mal nach Griechenland auf Rhodos und da wollten wir mal 7 Tage hin. Und jetzt habe ich gelesen, da ist ja Angeln komplett frei. Also es gibt zwar bestimmte Arten, die man zu bestimmten Zeiten nicht fangen soll, aber ansonsten braucht man da keinen Schein und nichts. Und da wollte ich mir mal eine schöne Reiseroute holen, um da einfach mal ein bisschen zu angeln. Da könnt ihr mir auch gerne mal eine Empfehlung für eine gute Reiseroute mit Rolle und Schnur in die Kommentare schreiben. Natürlich ist Salzwasser geeignet, wenn ihr da Ahnung habt. Da bin ich nämlich noch nicht so bewandert. So, und das, tja, meine Freunde, ich denke, das könnte Kollege 3 Kilo Welt sein oder wirklich ein schöner Zander. Ah, ich bin eher auf der Weltseite. Der zieht, der macht immer noch mal so Schübe, wie er zieht. Deswegen, oder? Ist es doch ein schönerer Zander? Da könnte dann aber schon an die 3 Kilo gehen. Ich weiß ja nicht, wie groß die Trophy und einzigartigen Fische hier sind. Ah, nee, das ist ein Welt. So ein Alarm, was der macht, das ist kein Zander. Der Zander hätte schon lange aufgegeben. Hätte gesagt, oh nö, komm, naja, komm, zieh mich raus. Und der zieht immer weiter hier. Ja. Das wird so 3 bis 4 Kilo Welt sein. Macht aber mega Spaß an der Route und gibt uns ja auch wieder Kohle und XP. Oh nein, nicht das schon wieder. Bitte nicht. Komm schon jetzt. Komm schon. Ich zerr Schnauz. Hör. Oh, sieht geil aus, der Himmel. Mit den verschiedenen Wolkenschichten. Mega. Los, komm jetzt. Ja, da ist die Route halt nicht wirklich für ausgelegt. Ich bin doch hergereist, um hier Zander zu fangen an der Mauer. Und nicht um Kollege Welz hier rauszuholen. Ich glaube nicht, dass die Zander hier 5 Kilo wiegen. Keine Ahnung. Auch gerne ab in die Kommentare damit, wenn ihr es wisst. Ihr habt ja bestimmt schon mal einen rausgeholt. Nein! Oh! 5 Kilo! 5,7 Kilo! Oh, und hier geht es gleich weiter, wa?
Nee, das sah jetzt nicht aus wie ein Wels. Das ist was. Was ist das denn? Worte! Wow! Alter, was ist denn das? Das ist ja ideal Standard Klodeckel, Becken. Junge, das ist doch schon eine Badewanne. Ohoho. Tja, das ist ein richtig schöner goldener Würfel, du. Geil, sieht das Tier schön aus mit seiner goldenen Färbung, ein bisschen die Sonne. Lass dich anstrahlen, mein Bruder. Nee, nicht so. Nee, die Pose hängt am Grund. Geil, eine einzigartige Brasse. Ja, das ist der Tierfisch. Und guckt euch das mal an. Der Regenwurm ist fast weg. Aber wir konnten sie noch überlisten. 8 Coins. 263 XP, 3,27 Kilo, 56 Zentimeter. Wahnsinn, würde ich gerne auch mal fangen, weil wenn die sich querstellen im Wasser, dann denkst du, du hast sonst was dran. Oh, was? Und an der Pose auch noch was? Na dann, auf geht's. Hör! Auf geht's. Eine kleine Mininase. Ist das cool? So, und dann würde ich alle Routen jetzt nochmal platzieren. Und egal was jetzt kommt, das kann mir den Tag hier nicht mehr kaputt machen. Richtig cool. Richtig schön. Machen wir hier einen Abschluss. Auch wenn es jetzt natürlich nicht mit den großen Zander geklappt hat, das ist natürlich schade irgendwo, aber kann ich auch verkraften, weil ich hoffe, der kommt noch. Können wir nämlich im Dunkeln im nächsten Partner oder in der Dämmerung anfangen und dann ein bisschen im Dunkeln hier angeln. Aber da würde ich dann nochmal einen anderen Spot nehmen. Auch für einen Zander würde ich gerne nochmal direkt hier an der Mauer ein bisschen, vielleicht auch mal mit dem Boot rausfahren. Vielleicht sollten wir das einfach mal tun. So, die Big Ellie auch nochmal schön mit den allerletzten Wurm hier rausgelegt. Dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter hier nach rechts. Cool! Ist das geil! Eine schöne, dicke, einzigartige Brasse. Der schleimige Vertreter in diesem Gewässer. Wie jetzt? Es hat gerade schon wieder richtig vibriert hier an der Grundrute. Wo ich noch nichts gemacht habe. Dann nehme ich mal einen Schluck Kaffee und warte mal ganz kurz ab. Um hier wieder den Drama zu entgehen, 20 Fische mit Eimer reinholen zu müssen. Ja, und da war ich doch gar nicht so dumm, auch wenn ich das oft bin. Weil hier ist jetzt auch was. Oh, okay, Rotauge, zack. Was haben wir hier? Irgendwas Kleineres. Was wohnt hier? Eine kleine junge Brasse nochmal. Okay, der Köder ist alle. Dann vielleicht jetzt noch mal einen schönen Zander zum Abschluss. Das wäre doch schön. Hier gibt es ja auch, glaube ich, noch die Mission, dass wir jeden Fisch fangen müssen. Ah, schade. Ich hatte ja jetzt ja schon recht viele hier. Was würde denn noch fehlen? Hecht? Auf jeden Fall. Was gab es denn hier noch? Flussbarsch? Oh, da ist einer eingestiegen. Ja. Aber jetzt ein bisschen eher mittig. Das. Ich denke, das ist wieder Kollege Welz. Schätze ich. Ja. Na egal, aber kein kleiner Fisch zum Schluss und das ist ja natürlich was. Ha, komm her! Hier! Hier!
So. Oh, Leute, das ist doch... Manchmal ist es eben wie aufs Stichwort. Es ist kein einzigartiger, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil der hat fast 3 Kilo hier, der Bursche. 56 cm, gut XP, 1000 Raketen und mit diesem wunderschönen Fisch werde ich euch entlassen aus diesem Part und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Erzählt es weiter, lasst ein Like da, abonniert, Instagram nicht vergessen, macht's gut. Ciao, euer Affenkönig.